Hey Leute und herzlich willkommen. Und wir starten auch direkt mit dem Warm-up. Erstmal ganz entspannt. Kopf kreisen von der einen Schulter zur anderen und zurück. Machen uns erstmal ein bisschen warm, ganz entspannt. Schultern zurückkreisen. Und den Ellbogen mitnehmen. Und Becken kreisen. Richtung Wechsel. Wir gehen über zu den Knien. Und auch hier Richtung wechseln. Wunderbar. Einmal die Arme ausstrecken und zum Beat die Handgelenke. Versuch direkt den Takt mitzunehmen. Denn auch gleich im Workout alles auf Beat. Nach vorne kreisen. Und locker laufen, ganz entspannt, dabei Handgelenke kreisen. Auch in die andere Richtung. Und Ellbogen. Richtung Wechsel. Wir gehen alle zusammen in den Squat. Achtet darauf, dass der Rücken gerade ist. Knieverlängerung zu den Fußspitzen. Und auf. Tief. Auf. Tief. Auf. Tief. Sehr gut. Zack. 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 Einmal noch. Und halten. Wir bouncen von der einen Seite zur anderen. Versucht den Rücken gerade zu lassen dabei. Sehr gut. Wir kommen nach vorne in die Plank. Achtet drauf, Schulter über Handgelenk und kreisen. Und Richtung Wechsel. Perfekt. Kommt zurück in den Squat. Rücken ist aufrecht und hoch. Noch einmal. Tief. Vor in die Plank, Schulter über Handgelenk. Tap. Zur Schulter. Sehr gut. Achtung, wir kommen wieder zurück in den Squat. Rechtes Bein öffnet zur Seite. Zurück in den Squat. Das gleiche auf der anderen Seite. Step, tief. Step, tief. Step, tief. Step, tief. Wunderbar. Squat. Einmal noch und wir halten. Achtung, linken Arm aufsetzen, linkes Bein durch, in den L-Seat. Von hier, Ellbogen zusammen. Links und rechts, vor und zurück. Achtung, einmal Füße aufstellen, rechtes Bein strecken, linkes Bein unten drunter. Hand zum Fuß, zur Mitte, Ka, Mitte, Ka, Mitte, Ka, Mitte, Ka, Mitte. Wunderbar. Sind die Cross Crunches. Wenn ihr merkt, dass euch die Übung zu sehr auf den Hüftbeuger geht, könnt ihr genau das gleiche auch in Rückenlage machen, okay? Das heißt, ihr geht Ka, tief, Ka, tief. Tief, ja, und tief. Wunderbar. Einmal zurückkommen, Beine ausschütteln. Übergang, zurück nach oben. Linkes Bein ran, rechts raus, über die Seite, zurück in den Stand, okay? Den Übergang machen wir jetzt noch zwei, drei Mal, weil er ein bisschen komplizierter ist als in die Plank. Linker Arm, linkes Bein, L-Seat. Wunderbar. Übergang, zurück, links ran, rechts raus,
über die Seite. Squat. Wunderbar. Und locker. Eine Übung habe ich noch für euch. Ausgangsposition. Squat. Komm, nach vorne in die Plank. Schulter über Handgelenk und rechtes Bein. Jetzt zur Seite raus, links ran, zurück, zurück. Das gleiche auf der anderen Seite. Step, run, back, back. Step, run, back, back. Und step, run, back, back. Wem das zu leicht ist, der versucht mal, hier das Bein einfach durchzunehmen. Step, kick, zurück, zurück. Step, kick, zurück, zurück. Einmal noch. Step, kick, back, back. Von hier wieder zurück. Squat, Rücken gerade und aufrecht. Locker, sehr gut. Noch einmal. Schritt Nummer 1. Squat. Rechtes Bein überkreuzt. Wir tappen zweimal. Das heißt, tap, tap, squat. Und tap, tap, squat. Und tap, tap, squat. Okay, wir machen das jetzt einmal auf Beat. Wir nehmen eine kleine Armvariation dazu. Das heißt, wir gehen auf, hoch. Okay? 7 und step, step, squat. Step, step, squat. Tief. Einmal noch. Sehr gut. Und lockern. Gehen einmal zusammen in den Deep Squat. Versucht die Fersen auf dem Boden zu lassen. Jeder so tief er kommt. Ist keine Pflicht, nach ganz unten zu gehen. Bleibt lieber sauber, lasst den Rücken gerade. Und noch einmal. Übergang nach vorne in die Plank. Jetzt üben wir den Übergang von hier in den L-Seat, okay? Ganz, ganz easy. Rechtes Bein geht vor, links durch, L-Seat. Wunderbar. Jetzt müssen wir noch zurück in die Plank. Rechts aufsetzen, links durch, Plank. Noch einmal zur Wiederholung. Rechts vor, links durch, L-Seat. Wunderbar. Einmal noch zurück, rechts, links, Plank. Von hier ran, ran und aufrichten. Wunderbar. Einmal auslockern, Schultern. Noch einmal Ellbogen zusammen. Ganz entspannt kreisen. Richtung wechseln. Arme ausstrecken. Wir gehen. Hoch. Ta. Hoch. Ta. Ta. Hoch. Ta. Und wir gehen. Tief. Squat. Das gleiche. Hoch. Ta. Hoch. Ta. Hoch. Kommt nach vorne. Plank. Achtung. Rechtes Bein. Step, ran, zurück, zurück. Kick, ran, back, back. Jetzt machen wir jedes Mal, wenn wir in der Mitte sind, einmal die Stair-Push-Ups. Stair-Push-Ups ist Ellbogen, Ellbogen, hoch, hoch. Ran, back. Tief, tief, hoch, hoch. Zurück in den Squat. Langsam aufrichten und lockern. Ganz wichtig für die, die jetzt das erste Mal mitmachen, ihr könnt auch immer die einfache Variation machen, okay? Ihr müsst nicht die ganze Zeit die schwersten Variationen machen. Genauso, wenn ihr nicht mehr könnt, beim Basic Step beispielsweise, lasst ihr einfach den Squat weg, bleibt auch mit uns in Bewegung, okay? Erste Übung, Basic Step Squat. Ausgangsposition ist der Squat. Rechtes Bein geht zur Seite, wir gehen Tap, Tap, Squat und Tap, Tap, Squat, und Tap, Tap, Squat. Okay?
Wer möchte, darf direkt die Armvariation mitnehmen. Schön, weit öffnen, nach oben. In den Intervallpausen schmeiße ich jedes Mal eine Übung ein, die ihr sofort könnt. Sagen wir Jumping Jacks, vorne Unterarmstütz, Push-Ups, wie auch immer, okay? Das heißt, ihr werdet die sofort können, ganz entspannt. Wir haben drei Intervalle, starten erst Intervall, Basic Step, Step, Ha, Squat und Step, Ha, Squat und, okay? Lockern, kommt so langsam in Bewegung. Gleich starten wir mit dem ersten Intervall. Auf geht's. Rechtes Bein. Und Step, Tief, Step, Tief. Squat, Ha. Und Tief. Durchhalten. Tief. Tief. Einmal noch. Oh, Knie hoch. Nicht nachlassen. Okay, kurz durchatmen. Wir gehen wieder zurück in den Squat. Intervall Nummer 2. Jetzt, wer möchte, kann die Arme mitnehmen. Oh, Step. Tief. On, step, on, four, squat. Gleich geschafft. Squat halten, nach vorne. Unterarmstütz. Einfach nur entspannt halten. Weiter atmen. Kommt langsam zurück. Squat und letztes Intervall. 5, 6, 7, 8. Step. On. Tief. Oh, letztes Mal. Sehr gut. Erste Übung gepackt. Zwei Folgen noch. Und dann machen wir eine Routine. Okay. Übung Nummer 2. Cross Crunches. Jetzt wird der Bauch richtig zerstört, okay? Übergang, Squat. Linker Arm, linkes Bein, L-Seat. Denkt dran, wenn ihr es mehr im Hüftbeuger spürt statt im Bauch, alles in Rückenlage, okay? Wir gehen zwei Zählzeiten immer, okay? Starten mit rechtes Bein gestreckt. Eins, zwei, drei, vier. In Rückenlage. Genau das gleiche Spiel. Ka, 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 ka. Okay. Achtung, Intervallpause. Für die, die richtig hardcore was für den Bauch jetzt machen wollen, gehen wir auf die Unterarme hinten, Füße hoch. Desto weiter ihr unten bis kurz vom Boden geht, desto schwieriger ist es für euch, okay? Bereit machen. Ka. Sehr gut. Oh. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 3, 4. Durchhalten. Gleich geschafft. Komm. Achtung. Wir gehen. Auf die Unterarme, Beine hoch. Durchhalten, Leute, kommt. Lass den Bauch brennen. Okay, Intervall 2. Ich mache es jetzt einmal auf dem Rücken für euch. Und, Cut.
Top, gleich geschafft. Und auf die Unterarme. Unterarmstütz. Durchhalten. Noch ein Intervall, Leute. Kommt. Okay, bereit machen. L-Seat. Nach vorne kommen. Letztes Mal. Drei, vier. Drei, vier. Drei, vier. Gleich geschafft. Durchhalten. Five, six, seven, eight. Kurz die Beine auslockern. Einmal von der einen Seite zur anderen Seite fallen lassen. Wunderbar. Übergang, den wir eben gelernt haben. Links ran, rechts raus, über die Seite, in den Stand. Jetzt kommt schon die letzte Übung für heute. Aber keine Angst, danach noch unsere Routine. Das heißt, wir kombinieren zwei Übungen miteinander und geben nochmal richtig Gas zum Schluss, okay? Letzte Übung, Step Kick. Ihr kommt vom Squat in die Plank. Schulter über Handgelenk. Erstes Intervall, halbes Tempo, ganz entspannt. Step, run, back, back. Step, run, back, back. Für die, die möchten, Step, Kick, zurück, zurück. Step, Kick, zurück, zurück, okay? Squat. Ihr entscheidet selber, ob ihr mit dem Fuß durchgeht oder ob ihr nur das Knie rannimmt, okay? Halbes Tempo, wenn das gut funktioniert, zweites Intervall, jeden Beat und wenn das dann auch noch super funktioniert, machen wir dann der Push-Ups in der Pause. Und Step, Run, Back, Back, Step, Run, Back, einmal mit Kick, Step, Kick, Back. Letztes Mal. Und wir gehen einmal tief. Oberkörper ablegen. Oberschenkel heben ab. Durchhalten. Hände absetzen. Alle zusammen ein Push-Up nach oben. Jeden Beat als nächstes, okay? 5, 6, 7, 8. Step, kick. Durchhalten. Step. Step. Cut. Cut. Gleich geschafft. Und wir gehen zurück. Oberkörper hoch, Beine abheben. Jetzt halbes Tempo. Alle zusammen, dafür mit der Push-Up auch halbes Tempo. Auf geht's. Jedes Mal in der Plank einmal der Push-Up. 5, 6, 7, 8. Step, run, back, back. Tief, tief, hoch, hoch. Oh, step, kick, run, back, tief, tief, hoch. Der Push-Up. Und zurück. Okay, Leute. Ich bin schon ganz schön am Schwitzen gerade. Letzter Song für heute.
damit es auch richtig anstrengend wird. Nochmal was für den Bauch. Kombination mit dem Step Kick, okay? Step Kick, für die, die versuchen möchten, jeden Beat mit Stair Push-Ups, okay? Für die, die es nicht mit den Stair Push-Ups machen wollen, gar kein Problem. Ihr wartet einfach in der Plank, okay? Und startet hier wieder mit ein. Also, dafür brauchen wir jetzt noch den Übergang. Übergang in den Squat braucht ihr nicht, aber den Übergang von den Cross Crunches in den Step Kick. Rechtes Bein ran, links durch, schon seid ihr in der Plank und wir starten hier. Okay, ihr entscheidet wieder, Step, ran oder durch, okay? Kommt zurück, gleicher Weg zurück. Cross Crunches, rechtes Bein, Kick, Tick, Tack, Tack, komm. Letzter Song. Wer möchte, kann die Übung auf dem Rücken machen. Denkt dran. Achtung, Beine strecken, ran, zurück. Rechtes Bein, jeden Beat. Step, Tack. Und tief, tief, hoch, hoch. Step, Kick. Tief, tief, hoch, hoch. Step, Kick. Und Übergang nach vorne, rechts, links. Cross Crunches. Tack, 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 Tack. Zieh, zieh. Achtung, Übergang nach hinten, rechts, links. Wer möchte, Bein durchstrecken. Step, Kick. Tief, tief, hoch, hoch. Step, Kick. Tief, tief, hoch, hoch. Einmal noch. Nach vorne. Cross Crunches. Tack, Tack, Tack. Durchziehen, Kopf. Gleich geschafft. Und Übergang. Nach hinten. Step Kick. Step. Tief, tief, hoch. Denkt dran, könnt auch warten. Tief, tief, hoch, hoch. Kick. Tief, tief, hoch, hoch. Vor. Five. Kick. Drei, vier. Übergang, zurück. Plank. Step Kick. Step Kick. Tief, tief, hoch, hoch. Oder warten. Tief, tief, hoch, hoch. Kick. Tief, tief, hoch, hoch, hoch. Ihr habt es geschafft, Leute. Okay, Leute, nur noch Stretching. Ganz entspannt. Linkes Bein übers rechte Bein. Knie zur Brust, drücken gerade. Wenn ihr möchtet, könnt ihr auch die Augen schließen. Lasst euch einfach nur noch von meiner Stimme anleiten. Relax. Jetzt könnt ihr guten Gewissens ins Wochenende starten. Und lösen. Bein wechseln. Knie zur Brust. Rücken gerade. Und lösen. Beide Beine vor. Jeder so weit er kommt,
ganz entspannt. Lösen. Beide Füße aufstellen, kommt langsam nach vorne, Deep Squat und legt die Hände vorne ab, langsam die Beine strecken, Kopf und Schultern hängen lassen, ganz locker und noch einmal Beine beugen, tief einatmen mit der Ausatmung, Stretch nach oben und wir rollen ganz langsam auf, Schultern kreisen, nehmen einen Arm über die Brust, Schulter tief, Seite wechseln. Und lösen. Ein Arm zwischen die Schulterblätter fallen lassen, Blick bleibt geradeaus. Und wir wechseln den Arm. Und lösen. Kopf zur Seite. Anderer Arm zieht Richtung Boden, Schulter tief. Seite wechseln. Und zur Mitte, Kinn auf die Brust. Und wir rollen einmal langsam ab. Lassen die Arme fallen. Okay, noch einmal tief. Hände zusammen, Fingerspitzen zur Brust. Versucht euren Herzschlag zu spüren. Und langsam lösen. Hände Richtung Boden und Beine strecken. Ganz langsam aufrollen. Okay Leute, ihr habt es geschafft. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß mit mir beim Workout. Ich habe auf jeden Fall ordentlich geschwitzt und vielleicht sehen wir uns im nächsten Workout. 5, 6, 7.